Hi Leute, ich bin's Albert von wpr.de und wir haben kürzlich eine Smartphone-Case für das Lumia 535 erhalten und diese einem genaueren Test unterzogen. Dabei handelt es sich um die Ledercase des Premium-Herstellers Stilgut, der das Lumia 535 als erstes Windows-Phone nun auch mit Zubehör versorgt. Smartphone-Hüllen haben in der Regel die Eigenschaft, dass sie Smartphones dicker machen, als sie eigentlich sein sollten und daneben oftmals schöne Designmerkmale verdecken. In Anbetracht dessen ist das Lumia 535 also das perfekte Gerät für eine Hülle. Denn es ist von Haus aus nicht gerade dünn und ein einzigartiges Design besitzt es auch nicht. Die Case von Stilgut sieht jedenfalls sehr gut und hochwertig aus, sofern man natürlich ein Fan vom Ledermuster ist, das außen vorne noch dazu mit goldbraunen Nähten verziert ist. Die Hülle wirkt definitiv sehr wertvoll und überträgt dieses Gefühl auch auf das Smartphone. Die Schale, in die man das Smartphone hineinlegt, besteht aus einem relativ hochwertig wirkenden Polycarbonat, das innen sogar mit einer Art Filz gepolstert ist. Hat man das Smartphone einmal dort drinnen, muss man es praktisch nicht mehr wieder rausnehmen. Denn die Case besitzt jeweils eine Auslastung für Kamera, Micro-USB und Kopfhöreranschluss. An diesen Stellen sowie an den Rändern ist das Leder, das die Rückseite abdeckt, unterbrochen und mit einer Art Gummi verklebt. Dieser Gummirahmen ist an manchen Stellen höher als an anderen, weswegen beispielsweise der Deckel links etwas höher ist als rechts. Insgesamt ist sie dennoch eine der hochwertigsten Smartphone-Cases, die mir untergekommen sind. Und eine, die dem Gerät nicht nur eine bessere Haptik und gewissen Schutz bietet, sondern auch ein wertiges Äußeres verleiht. Günstige Cases sind meist billiger verarbeitet und deutlich dicker. Beim Lumia 535, einem bereits sehr günstigen Gerät, muss man aber dennoch überlegen, ob man dieses Geld auch dafür ausgeben will. Rechnet man die Kosten dem Lumia 535 hinzu, bekommt man bereits ein Lumia 640 mit deutlich besseren Spezifikationen. Wer aber kein besseres Smartphone braucht, sondern dafür eine gute und hochwertige Hülle, dann ist diese jedenfalls empfehlenswert.